So, und da sind wir wieder bei The Forest. Und irgendwie hat das in der letzten Folge ziemlich geleckt, aus irgendeinem Grund. Was mich doch hart ankotzt. Und sowieso nervt. Naja, wir waren hier auf der Suche nach ein paar Seilen. Jetzt brauche ich generell auch wieder neues Kleidungszeugs und ein bisschen was für eine Rüstung, denn die haben mir das abgeschlagen. Der Typ da, der Wart, der Drecksack. Irgendwie habe ich jetzt keinen Bock, den zu verbrennen. Viel Spaß da drin. Kommen zwar die Kannibalen hier jetzt gleich an, aber was soll's. Ich habe mich aber in der letzten Folge ein bisschen drüber aufgeregt, wie dumm eigentlich einige Kommentierer unter The Forest Videos sind. Und das war gerade halt einfach gut als Beispiel da, dass GLP halt The Forest angefangen hat und da kamen halt 10.000 Leute, die keine Ahnung hatten. Nicht ungefähr 10.000 Leute, aber es kam halt so vor, weil die alle immer denselben Tipp reingeschrieben haben, der eigentlich nicht stimmt oder gefährlich ist. Ist da gerade einer durch mich durchgelaufen? Hat er doch gerade einen Kopf gesehen oder war das ein Vogel? Naja, ich wollte rüber zu dem Lager. Hört doch auf zu laggen. Kann doch nicht sein. Und ich muss gleich sogar noch richtig viel da korrigieren unter den Videos. Ich mache das ja immer gerne, eigentlich. Unter The Forest Videos. Leute korrigieren. Weil irgendwie muss es ja schaffen, dass die Leute überhaupt wissen, wie man das Spiel richtig spielt. Und das kommt halt meistens davon, dass die Leute da halt was Falsches reinschreiben und dann werden die Spieler, die das bekommen, natürlich auch genauso schlecht. Und wenn ich dagegen nichts tue, dann bleibt das so und das verbreitet sich dann immer mehr. Und was haben wir dann am Ende? Ziemlich viele schlechte Spieler. Und wir wollen natürlich gute Spieler haben, also helfe ich da mal. So, hier wollten wir hin. Gut, da kann ich jetzt eigentlich wieder zurücklaufen. Ja. Nur blöd ist, ich habe halt die Knochenrüstung jetzt angezogen. Was natürlich heißt, wenn ich renne, wird man mich auch mehr hören. Musste ich aber leider anziehen, weil der Typ mich halt angegriffen hat. Okay, cover den Blatt. Es regnet doch, warum geht es nicht weg? Also eigentlich sollte der Effekt nicht kommen, wenn es regnet. Falls Regen überhaupt stark genug ist, sowas abzuwaschen. Aber ich meine, wenn du dich einfach nur einmal hier unterduckeln musst und dann ist alles weg, dann reicht da auch Regen. So, zwei Stück sind vermutlich sogar noch mehr. Und die kommen auf mich zu. Der hat mich sogar gesehen. Ich will jetzt nicht ein Hai rumschwimmen haben, das wäre blöd. Aber die können mich immerhin nicht hier in dem Wasser kriegen. Ich fände es gut, dass wenn man unter Wasser halt taucht, dass die einen dann nicht sehen. Ich glaube, das fehlt noch, weil die sehen einen, glaube ich, unter Wasser genauso gut. Was natürlich keinen Sinn macht. Und das Blöde ist, ich gehe jetzt hier den Weg lang, wo die riesige Freifläche ist. Wurde nämlich auch oft gesagt unter dem GLP-Video: Ja, geht doch mal zum Strand, da ist voll sicher, da kann man sich immer im Wasser verstecken. Das mag wohl sein. Aber es ist eine Freifläche. Auf einer Freifläche spawnen viel mehr Gegner als
halt einfach im Wald. Im Wald hast du den Vorteil. Und außerdem hast du in der Nacht den Nachteil, dass die meisten Typen nicht siehst, die einfach aus dem Wald dich beobachten und dich dann angreifen werden. Also denk mal drüber nach, was du da für einen Tipp schreibst. Ich denke, die meisten Leute spielen das Spiel nicht mal selber und schreiben einfach nur einen Tipp rein, weil sie, was weiß ich, bei Gronkh gesehen haben. Der das Spiel ja super kann. Genau. Nein, wirklich, ich würde keine, nicht als Tipp schreiben, guck mal bei Gronkh rein, der kennt sich voll aus. Das würde ich nie schreiben, weil es einfach mal null stimmt. Ah ja, hier hätten wir auch Rogue holen können, oder? Ne, könnten wir nicht. Das ist zwar ein Boot, aber da kann man keinen Rogue holen. Ich glaube, ich habe sogar schon genug Hasen. Ja, ich kann keinen Hasen mehr tragen. So, hier kommt jetzt bestimmt gleich wieder eine Armee. Will mir vorstellen. Naja. Also einen Mutanten müssten wir hier mal wieder sehen. Ich sag doch, da kommt gleich eine Armee. Die gehen ins Meer. Okay. Ja, ich meine, ich würde Gronkh da niemals hinschreiben als eine gute Idee, um besser zu werden. Als guten Kanal, der dir zeigt, wie es geht. Niemals. Er hat selber wenig vom Spiel gewusst. Wahrscheinlich nicht mal die Hälfte. Also müsst ihr den nicht unbedingt als den Besten darstellen. Denn das wäre auch für die Leute, die dann wirklich denken, ja, ich will jetzt besser werden, nicht so gut. Weil sie werden es eben nicht dadurch. Ja. Guckt euch die Typen an. Die haben auch so einen Tipp bekommen und rasten jetzt voll aus. Weil der hat ihnen nicht geholfen. Er kann es mal aufhören, dahin zu schlagen. Muss das sein? Der weicht einfach in der Zeit aus, in der es laggt. Das ist unfair. Wisst ihr das? Ich kann mit Lag sogar noch besser spielen als die meisten. Vor allem weiß ich nicht mal, warum das jetzt wirklich hier passiert, solche Lags. Ich meine, das Spiel hat eigentlich keinen Grund. Wahrscheinlich wegen dem Feuer. Aber das war ja vorher auch nicht so. Ich hab dir ins Bein geschossen. Kannst mir nicht sagen, dass du dabei nicht brennst. So. Habt ihr das gesehen? Der Pfeil ist voll bis da hinten hingeflogen. Ist einfach durchge. Rutscht. Kommt man gerade voll gut an dem Feuer sehen. Da, der fliegt da einfach weiter. Was für ein geiler Bug. Ja, die Pfeile sind echt besser geworden. Wenn man den trifft. Der Pfeil fliegt ja immer noch hinten weiter. So, und dann machen wir es auf die schlauste Art und Weise, Leute. Ganz einfach. So. So. Hi. Dann gehen wir wieder weg, weil die Typen da ankommen. Die kommen ja aus irgendeinem Grund nicht hoch. Bis der nächste hier ankommt und hochkommt, natürlich. Sind da mal wieder 5 Stück, genau. So, du bist weg. Du bist weg, Headshot. Du bist weg. Der hat's überlebt. Headshot. Ich kann nicht mehr anzünden. Ich habe wohl keine mehr. Oder der war halt nicht aufgebessert.
Ne, ich habe keine mehr. Der zeigt den nur noch an. Ah, das bringt natürlich nichts. Ich habe nicht genug. Könnte man noch so machen. Oder wir könnten gleich mit dem Katana kämpfen. Ja, der war sowieso halb tot. Der vorher schon angebrannt. Jetzt kommt hier richtig wieder die Armee. Ja. Ey, was? Kann es sein, dass es dadurch geleckt hat, dass hier jetzt 10.000 Leute ankommen? Ich meine, würde Sinn machen, oder? Ja, die stimmt mir zu. So, machen wir erstmal die Leichen da vorne weg. Hier brennt doch an. So, die sind weg. So, kann ich die anderen damit treffen, wenn ich dazwischen werfe? Ja. Ist das da hinten? Es leckt auf jeden Fall wieder und da hinten habe ich was gesehen. War das ein Mutant? Spiel. Zeig halt einfach mal meinen Desktop, okay. Ich glaube, das wird wieder so eine übelst leckige Aufnahme. Ohne Grund mal wieder. Geht bloß weg, ihr. Die Schildkröte da hinten, ne? Ja, ich störe mich jetzt mal nicht daran, dass hier, was weiß ich, 5, 6 Leute hier rumstehen und die ganze Zeit nur so einen Typen da nerven wollen. Hat die das überlebt, das Feuer? Ja, ich könnte die damit wegbrennen. Ich will hier halt nicht runtergehen, wenn ich direkt Lecks bekomme. Ich könnte wegfahren. Aber irgendwie hätte ich das schon gerne voll. Aber tue ich da am besten? Ich werde auf jeden Fall nochmal gucken, dass ich die Lecks auch wieder wegkriege. Ich weiß gerade selber nicht, warum das jetzt so ist. Das wäre jetzt voll witzig, wenn der einfach nicht mehr auftauchen würde, weil der einfach nur ins Wasser gesprungen ist. Was ich auch machen könnte, wäre wahrscheinlich dort auf die Brücke gehen und da wird mir keiner hinfolgen. Wir müssen ja sowieso mal gucken, ob die auf die Brücke gehen können. Das letzte Mal haben sie es eigentlich nicht geschafft. Na kommt mal. Könnt ihr hier drauf? Sieht irgendwie nicht so aus. Also wenn sie es könnten, würden sie nicht hier vorm Wasser stehen bleiben. Also ihr seid wohl schlau genug, Brücken zu verwenden, oder? Anscheinend nicht. Habe ich denn irgendwas gemacht, warum die jetzt hier plötzlich alle auftauchen? Ich meine, ich war längere Zeit nicht da. Das heißt ja dann nicht, dass die mir eine Armee hinschicken, sondern wohl eher das Gegenteil. Weil sie dann wahrscheinlich vergessen. Ah, wo ist denn der hin? Ist der bestimmt tot? Oder war hier einer? Also, müssten das ja eigentlich vergessen. Ey, diese Doppelmoral, dass wenn man sich hier sauber macht, dass man direkt kalt ist, ey. Bullshit. Ach ja, ich brauche noch auf der anderen Insel so einen Knochenbehälter. Obwohl es da eigentlich nicht so viel Sinn macht. Wie bist du hier hingekommen? Beantworte mir die Frage und dann überlebst du vielleicht. Ha, ich habe den Bug wieder. Ich habe den Bug nicht mehr. Das kommt irgendwie, wenn ich zuschlage, während die anderen zuschlagen. Das Gesicht sieht voll komisch aus. Haben die irgendwas an den Charakteren gemacht? Also die kommt hier definitiv rüber. Ich denke, es ist wegen dem Bug, dass die denken, unter dem Dingens wäre, also unter der Brücke hier wäre noch ein Weg, wo man drauf laufen kann.
Weil wir hatten das ja schon mal, dass ich da halt einfach nur die Projektion hier hingestellt habe und dann konnten die da unten drunter laufen. Da kam ja auch schon mal einige rüber. Bisher waren halt aber immer nur weibliche Personen, die hier durchkamen. Okay, komisch. Aber ich denke nicht, dass es daran liegt, ob die hier durchkommen. Wird irgendwie keinen Sinn machen. So, da hinten ist ein bisschen Licht. Heißt wohl, dass da gleich welche wieder ankommen. Ah, die von eben sind weg, oder? Ich sehe sie auf jeden Fall nicht mehr. Der gammelt hier vor sich hin. Weg mit dir. Was wir machen könnten, ist dort halt so ein Knochenteil zu machen. Warum wurde das jetzt ausgestrichen hier? So, weggemacht. Also hier könnten wir so einen Knochenbehälter hinbauen. Das wäre, denke ich mal, eine schlaue Idee. Oder zum Beispiel auch einen Pfeilbehälter. Aber das wäre natürlich besser. Das geht gar nicht, oder? So ein Pfeilbehälter wäre natürlich besser, wenn man den auch wirklich. Dann nutzen kann. Das kommt nicht mit, können wir vergessen. Also, so ein Pfeilbehälter nützt mehr, wenn du so eine wirkliche Fregatte da baust. Also so ein Abwehrschiff. Und nicht einfach nur so. Knochenbehälter macht Sinn, weil das ja eigentlich ein Lagerschiff ist. Für mich. Ich kann gar nicht mehr mitnehmen. Sollte das weg tun. Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass hier ziemlich bald die Mutanten ankommen. In großen Mengen. Weil das war jetzt ein bisschen so eine Vorhut. Dass ich aber auch immer jede zweite Session hier so einen Krieg hab, ne? Ist auch irgendwie komisch. Und da oben ist einer. Oder ist das nur so hell? Sieht irgendwie aus, als wenn da oben sich einer befindet mit Licht. So, in der Nacht will ich ja eigentlich keine Bäume fällen, weil es eine ziemlich dumme Idee ist. Also mache ich das erstmal nicht. Wird ja jetzt nicht mehr so lange dauern und dann ist es hell. Und jetzt sind hier auch weniger Leute. Ich habe gerade gedacht, da wäre was in die Falle gelaufen. Da muss unbedingt mal was in die Falle laufen. Wir brauchen einen Fang. Können wir uns endlich mal einen zweiten Hasen dann holen und dann läuft das mit der Hasen. Zucht, falls das überhaupt erst möglich ist hier. Wurde ja immer noch nicht viel darüber geschrieben, dass das möglich ist. Und ich habe jetzt auch persönlich noch nirgendwo gesehen, dass es irgendwo geklappt hat, dass da plötzlich mehr Hasen drin sind. Also müssen wir uns nochmal angucken. Da ist jemand. Ach ne, war nur ein Busch. Da hinten ist jemand. Da leuchtet's. Also manchmal kann man hier überhaupt nicht unterscheiden zwischen Busch und Gegner. Und manchmal geht es damit einfach immer.
Ich will doch schon ein bisschen mehr Bäume mitnehmen, aber irgendwie auch nicht. Weil wir könnten die nirgendwo lagern. Wir müssten die dann im Boot behalten und ich will nicht immer mit einem voll beladenen Boot rumfahren. Ich will da doch schon irgendwo abladen können. Kommt schon wieder einer. Sieht irgendwie auch aus, als wenn er jetzt direkt. Ja, er wollte zu mir. Das könnte einer von denen sein, die eben geflüchtet sind. Könnte aber auch generell einfach nur eine Vorhut sein. Ja, Heck halt! Dass ich wieder nicht weiterschlagen kann, das finde ich so scheiße. Denn ich habe volle Energie und er hört einfach auf zu schlagen. Das kann nicht sein. Ja, hier laufen dann wieder Hasen rum. Genau. Wie ich das hasse. Niemals hasse die Hasen dort, wo du die haben willst. Irgendwo hinlocken kannst du die ja auch nicht. Laufen ja nie in die Richtung, in die du die laufen lassen willst. Naja, ich würde erstmal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.